Kategorie Wasser und Abwasser. Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Klimawandel erhöhen weltweit den Druck auf unsere wertvollste Ressource, Wasser. Gesucht werden Ideen zur Verbesserung der Gewässerqualität sowie dem Zugang zu und dem ökonomischen Umgang mit Wasser. Technologiebezug und Innovationsgrad sind hier genauso wichtig wie der Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Wasser. Das vielleicht beste Potenzial, der Wasserknappheit zu begegnen, hat die Meerwasserentsalzung. Für die Entsalzung braucht man extrem sauberes Wasser, sodass es gründlich vorbehandelt werden muss. Eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung bietet Aquafloat. Wir haben ein Hybridverfahren zur Wasserreinigung entwickelt, das eine sogenannte One-Stop-Vorbehandlung ist. Wir sparen bis zu 90% an Energie und bis zu 40% an Platz und emittieren bis zu 70% weniger CO2 als alternative Technologien. Unser Ziel ist es, die Meerwasserentsalzung günstiger und nachhaltiger zu machen, weil dies unserer Meinung nach essentiell für die Zukunft ist. Derzeit bestehen Vorbehandlungsprozesse aus einer Kombination mehrerer Technologien. Aquafloat minimiert den Energie- und Chemikalienbedarf bei gleichzeitig längerer Lebensdauer. Puro ist der Name einer Stromspar-Kleinkläranlage, die im Vergleich zu den meisten anderen Klärsystemen aus weniger elektrischen Bauteilen besteht und mindestens 50% weniger Strom verbraucht. Allein in Europa sind mehr als 12 Millionen Haushalte nicht am öffentlichen Kanalnetz angeschlossen und benötigen für ihre Abwasserreinigung eine eigene Anlage. Wir haben eine sehr simple Kleinkläranlage entwickelt, speziell für Länder mit niedrigem technischen Niveau und einer schlechten Stromversorgung. Die Puro-Kläranlage ist besonders einfach. Sie arbeitet komplett ohne Magnetventile oder Pumpen und ist dadurch technisch fast wartungsfrei. Außerdem passt sich Puro sehr gut schwankenden Abwasserbelastungen an und spart gegenüber heute üblichen Systemen sehr, sehr viel Energie. Wenn alle 12 Millionen Haushalte ohne Kanalanschluss ihr Wasser nach EU-Norm mit Puro reinigen würden, ließen sich jährlich 1,8 Millionen Megawattstunden Strom einsparen. Ein enormes Einsparpotenzial bietet auch die Autowäsche. Eine Autowäsche in Waschstraßen verbraucht bis zu 500 Liter Wasser. Eine Wäsche von MyCleaner ist wasserfrei. Rein theoretisch ergäbe sich bei 43 Millionen zugelassenen Fahrzeugen und neuen Wäschen pro Jahr ein Einsparungspotenzial von ca. 194 Milliarden Liter Wasser. Der Trend geht immer stärker zum Carsharing. Zum einen im Consumer- als auch auf Firmenebene. Und dementsprechend steigt auch der Bedarf der Fahrzeugreinigung der Autos, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Der Cleaner kommt überall hin und reinigt das Auto innen und außen mit maximal 250 Milliliter Produkteinsatz. Hierzu benötigen wir weder Strom noch Wasseranschluss. Durch unsere eigenentwickelten biologisch abbaubaren Reinigungsprodukte können wir ein Auto kratzfrei reinigen. Bis zu 17 Millionen Liter Wasser konnten bereits eingespart werden. Im nächsten Jahr soll sich der Wert verzwanzigfachen. Nominiert in der Kategorie Wasser und Abwasser. Aquafloat ermöglicht eine nachhaltige und wirtschaftliche Meerwasserentsalzung. Puro läutet eine neue Generation von Kleinkläranlagen ein. MyCleaner ist die erste Online-Buchungsplattform für die mobile Autoreinigung.